Willkommen zurück zu Thimbleweed Park und ich muss sehr laut schreien, denn wir sind endlich in der Fabrik angekommen und hier ist die Hölle los. Es laufen Maschinen, es brutzeln irgendwelche Transformatoren und wir schauen uns jetzt hier mal um. Wir spielen aktuell mit Dolores und ab sofort spielen wir wieder blind. Wer interessiert daran ist, wieso wir jetzt erst blind spielen, der soll sich doch bitte mal die letzten zwei Folgen anschauen. Da erkläre ich das Ganze nochmal ausführlich. Und ja, dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Wir können hier nichts untersuchen, aber wir können hier nach unten gehen. Zurück oder nach unten. Ja, sieht alles relativ technisch aus und alt aus. So, was haben wir hier? Einen Flur und ein Schaltpult. Das lässt sich öffnen. Warning, SR-01 Robots in Patrol Mode. Okay. Das heißt, wir müssen die vielleicht abstellen, die Roboter. Das sind hier rote Stecker. Okay, That jumper horn is for an SR-01 robot security system. I'll need to find a manual to reprogram the robots without killing us. Okay. Können wir hier noch irgendwas machen? Danger. Danger. SR-01 robots in attack mode. Wir brauchen eine Anleitung für die Roboter, um diese zu deaktivieren. Oder ich probiere hier einfach so lange herum, bis alles geht. Ich hoffe, ihr könnt mich noch verstehen. Können wir denn hier nicht einfach alle Kombinationen durchprobieren? Hä, da sind wir doch schneller, bevor wir hier... Okay, vielleicht sind wir auch doch nicht schneller. Gut, wir brauchen ein Handbuch. Und wo finden wir Handbücher? Kann man denn jetzt hier reingehen? Die sehen doch gar nicht so schlimm aus, die Roboter hier. Was waren das jetzt für welche SR? 01, okay. Ah, ja, ich geh mal wieder raus. Puh, gleich viel leiser hier. Wir brauchen also eine Anleitung. Im Handbuch dazu steht ja nichts, oder? Ah, die SR-01 wurden deaktiviert. Nur dann darf man die Fabrik betreten. Ja, wir könnten mal in der Bibliothek schauen, ob wir dazu irgendwie was finden. Weil wir haben ja sonst keine Unterlagen mehr. Wir haben eine Dekodierlinse, Röhre, Pizzaflyer. Ich gucke gleich nochmal bei den anderen im Tagebuch. Fabrikschlüssel. Die haben hier alle keine Unterlagen jetzt, würde ich sagen. Schlüsselkarte. Nö. Taschenuhr. Ein Comic. Vielleicht können wir damit auf der Comic-Con was machen. That's a rare first edition of my fantastic comic book. Okay, dann Franklin noch. Der hat ja gar nichts hier. Der hat auch nur noch zu tun, dass er ins Jenseits flüchtet. Na gut.
Wir schauen mal in der Bibliothek. Vielleicht gibt es da irgendwie ein Buch oder so. Oder im Büro. Ah, im Büro vielleicht. Aber da haben wir auch schon alles abgesucht. Und ich laufe natürlich wieder wie ein Doofer, anstatt hier auf die Landkarte zu klicken. Menschen, Menschen. Da ist ja wieder der kleine Gnom hier. Was der immer hier schaufelt, ich habe keine Ahnung. Ja, wir schauen mal ins Büro. Vielleicht braucht wir hier den Fingerabdruck von Onkel Chuck. Bei dem ich aber immer noch nicht sicher bin, woher wir den bekommen sollen. Wir haben ein Bett. Können wir denn das Bett ziehen? I can't pull that. Oder drücken? I can't push that. Nutzen? No thanks. Not tired. It's Uncle Chuck's custom-built multi-band oscilloscope with phase memory monitoring. Sehr gut, nimm das Oszilloskop doch mit. I don't have a reason to use Uncle Chuck's oscilloscope. Too bad Uncle Chuck never finished working on him. Ich denke mal, wir haben hier alles relativ abgegrast. Nothing here but broken Tron 3000 vacuum tubes. Nothing in here but broken Tron 3000. I don't know why Uncle Chuck never let me touch this junk. Nothing ja, offenbar. Here of value. I can't open that. I can't push that. I can't pull that. Nutze Schraubenschlüssel auf Roboter. It doesn't work on that. Auch nicht. Regal. I don't know why Uncle Chuck never let me touch this junk. Nothing here of value. Oder das Checkregister. It's Uncle Chuck's check register. Aber das haben wir auch bereits angeschaut. Die Beta-Kassette haben wir auch noch. Wir schauen mal in die Bibliothek. Ansonsten gibt es denn noch Bücher? Index Tron 3000. This is Uncle Chuck's Index Tron 3000. I see there is a manual on the SR01 security system. Es gibt ein Handbuch. 2.1. Es muss irgendwo hier oben sein. I'm at the staircase. Should I use Nein! Oh. Wir sind zu hoch. Und nochmal nach unten. So, jetzt anhalten. Ging's denn hier hoch? Hier geht's hoch, sehr gut. 2.1 war das. 2.1, oh Gott. Immortality, a message from the future, AI personality. Ist das alles hier 2? Ah, das ist alles. Oh, Programmierung der SR21. Der SR01 Sicherheitsroboter ist der aggressivste und sicherste Roboter für Wachdienste. Er kann dank der Pillartron-Röhre von einfachen Räumen bis hin zu kompletten Fabrikgebäuden eingesetzt werden. Fortgeschrittene Radarscans in 4 Richtungen geben ihm komplette Übersicht über die Umgebung. Der SR01 wurde reprogrammiert, um die 3 Gesetze der Robotik zu ignorieren und ist daher extrem gefährlich. Es ist angeraten, einen kompletten Kurs zum SR01 zu besuchen, bevor Wartungen durchgeführt werden. Die leicht zu erreichende Fernschalttafel kann genutzt werden, um den Wachmodus einzustellen. Die Modi reichen von passiver Überwachung über die Abschreckung bis zu Suchen und Töten. Alle 2 bis 3 Wochen sollten die Roboter in den Wartungsmodus versetzt werden, indem der rote Jumper auf B34, der grüne auf B23 und der blaue auf F23 gesteckt wird. Das darf nur durch einen qualifizierten Techniker erfolgen. Durch das Lesen dieses Handbuchs verzichten Sie auf jeden Rechts- und Schadensersatzanspruch. Nehmen wir das mit? Okay, können wir mitnehmen, das ist gut. Dann muss ich mir das nicht merken. Da bin ich ja immer ziemlich gut im Merken. Und ich laufe schon wieder, ich weiß. Obwohl wir die Karte benutzen können.
dann deaktivieren wir die Wachroboter und dann würde ich aber gerne nochmal ausprobieren, ob ich hier mit Handsome Jack. Oh Gott, oh Gott. Und dann würde ich gerne noch ausprobieren, ob ich mit Ransom den Clown unseren Comic irgendwie loswerde. Schließlich ist dafür ja eine Comic-Con da, beziehungsweise eine Thimbleweed-Con. Was haben wir denn hier? Also, B34, B23, oh Gott, rot, B34. Wir machen es mal Schritt für Schritt. Rot, B34. Dann grün B23 und blau F23. Danger. SR-01 Robots in attack mode. Hä? Okay. Nochmal. Rot auf B34. Ach, 34? Now it can be programmed as danger. Doch, 34, oder? B34. Können wir denn die übereinander stecken auch? Ah, B23. Und den blauen. Auf F23. Now it can be programmed as danger. Danger. SR-01 Robots in attack mode. SR-01 Robots in maintenance mode. Okay. It is now safe to enter factory. Das wusste ich gar nicht. Dass wir die auch übereinander stecken können. Das hätte dann doch etwas länger gedauert, wenn wir hier durchprobiert hätten. Ich wechsle mal eben zu Ransom. Weil der Comic muss doch irgendwas Gutes haben. Einer von den Symbol-Con-Nerds will den doch bestimmt haben. Ja, zum Beispiel der Ken Teen, der hat Comics. 18 Stück. Hi. Anything I can interest you in? I'm selling comics, D&D manuals and original Star Trek spec scripts. I also have a rare and priceless hint guide to a forgotten text adventure called Colossal Dungeon Cave Quest 2. Das der fette Kerl im roten Spandex könnte an den Star Trek Drehbüchern interessiert sein. The big guy in the red spandex might be interested in the Star Trek scripts. Okay. Ach, der sagt wieder nur okay. Ich habe einen gestandenen Mann mit D&D Witzen zum Weinen gebracht. I teased a guy to tears over D&D once. Okay. Okay. Ich lese nur meine eigenen piependen Comic. I only read my own comic. Okay. Ja, und wie viel kostet dieses verbiebte Tippsbuch? How much are the hint guides? The Colossal Dungeon Cave Quest 2 hint guide is priceless. Just sell your soul and I'll give one to you. If I thought selling my soul could solve the problem, I would have done it a long time ago. It even contains a secret word that will crash your computer due to a bug in the code not caught by the testers. Big deal. Oh, der bietet mir das ja gleich an. Wie wäre es mit einem piependen Tausch für das piepige Tippsbuch? Ach, das war beim anderen, glaube ich, auch. Und dann konnten wir irgendwie was sagen. Genau, Stapel roter Heringe, wir haben das schon ausgebildet. Aber wir haben ja hier die Erstausgabe des Ransom der Clown Comic. Ja. A first edition Ransom comic book? Tonprobleme. Ein Sammlerstück. Except your costume is pretty crappy. I'll trade you the priceless Colossal Dungeon Cave Quest 2 hint guide for it. What a rip-off. Nö, ist doch gut. Wir schauen uns das mal an. Oh. Oh, Colossal Dungeon Cave Quest 2 ist das mehrfach prämierte innovative Text-Adventure in einer kolossalen Dungeon-Höhle. Und das sieht mir aus wie die früheren Lösungshefte. Und wir haben ja die rote Linse. Die Dolores hat die, glaube ich. Aber das kann man auch so lesen. Text-Adventure-Legende Ron Gilbert wird zitiert aus Text-Adventures. Bleiben die Zukunft, das mit der Grafik will keiner mehr haben. Okay, wir schauen uns das mit der Lupe an.
Können wir denn hier noch was machen? Vielleicht mitnehmen? Oh. Oh Gott, hier ist der Pew Pew wieder. I don't want to talk to him. I have nothing to say to a cutting edge computer technology. The developers will get upset if I do more than look at this. It's a bunch of boxes and lines. Game design probably. Er will also mit keinem reden. UFOs, animation and puppies. Looks like Marvin's cousin Gary. It's a character from an upcoming adventure game called Robot Island. A new Coke vending machine. Okay. By the power of Grayskull, I greet thee. Wie lange ist der Con heute noch geöffnet? Sag mal da wirklich der Con? Die Con, oder? How late is this con open? We're open all night. Stop by anytime. Okay. I am out of here. Dann bewegen wir uns Richtung Fabrik. Und jetzt erkunden wir die Fabrik. Eigentlich wollte ich das schon vor, oh Gott, 16 Minuten machen. Aber da sind uns die Wachroboter nochmal dazwischen gekommen. Aber wir geben vorher noch der Dolores das Buch. Dann schauen wir uns das auch noch an. Gib Tippsbuch an Dolores. Thank you. Thank you. Und wir benutzen das Buch. Quatsch. Wir nutzen die rote Dekodierlinse mit dem Buch. Oh, gleich viel besser zu lesen. Text-Adventure-Legende Ron Gilbert wird zitiert als Text-Adventures bleiben die Zukunft, das mit der Grafik will bald keiner mehr haben. Wenn Sie die kolossale Dungeon-Höhle betreten, resultiert der Weg nach Osten in sofortigem Tod. Gehen Sie nach Westen und schauen Sie sich um. Es gibt nicht viel zu sehen, aber Sie könnten was Wichtiges finden. Die Designer haben hier angeblich was versteckt, vielleicht nur ein roter Hering. Gehen Sie weiter nach Westen und Sie finden sich in einem Raum mit einem Lichtstrahl wieder. Viele haben sich gefragt, was dieses Licht wohl mit der Story des Spiels zu tun haben könnte. Warnung, falls Sie in der Kammer mit den Robotern stehen, kann das geheime Debug-Kommando Fiskam das Spiel und damit den ganzen Computer zum Absturz und Reboot bringen. Okay, wir dürfen nicht nach Osten gehen, wo auch immer. Wir müssen nach Westen. Weiter nach Westen. Das war's jetzt hier oder kommt hier noch was? Offenbar gibt es hier nichts mehr. Und wir sind in der Fabrik. Und die sieht doch echt mal ein bisschen unheimlich aus. Wow. Was wird denn hier gezüchtet, Mensch? Und es gibt nicht viel anzuschauen. Wir können nur jetzt hier rumlaufen. Virus installiert. Sieht doch wie Disketten aus hier. Okay. So, wo sind wir jetzt? Wir haben hier eine Schutztür. It's locked with a foolproof electronic locking mechanism. Okay, ein elektronischer Verschluss. Wir schauen uns den mal an. It's a foolproof electronic locking mechanism. Nutze. Nothing happens. Kann ich den auch nicht eingeben jetzt irgendwie den Code? Wir haben doch hier noch auf der Pizza, auf dem Pizza-Flyer. That isn't going to work. Aber ich denke mal, der war wirklich nur für den Zaun. Da müssen wir auch noch hinschauen, fällt mir da gerade ein. Ja, ein Trinkbrunnen. Schlürf, schluck, schluck. Ich habe keine Ahnung, für was hier die ganzen Trinkbrunnen rumstehen. Vor allem wie die hier rumsaut beim Trinken. Ist ja eine halbe Überschwemmung. Ach. Gut, wir haben ja einen Kalender. That picture looks familiar. Kind of like Thimbleweed Park without any buildings. Nimm Kalender. I don't want to pick that up. I can't pull that. Eine Tür. It's locked. Wir haben einen Schlüssel.
Wir haben einen Büroschlüssel und einen Fabrikschlüssel. It won't fit there. Der Büroschlüssel passt und wir sind endlich im Büro angekommen. Ich habe da gerade was gesehen. Da war doch der Sheriff, Schrägstrich Hotelmanager, Schrägstrich Pathologe. Ich habe es doch genau gesehen. Jetzt sind die Bilder weg. Nö, jetzt sind sie weg. Oh, ein Hut. Great protection from UVA and UVB. Very important for pirates. Den Piratenhut können wir vielleicht auf der SimpleCon dem Piraten, der Piratenstatue aufsetzen. Was immer das auch bringen würde. What a great hat. Oder wir setzen uns den selbst auf. Ein Glas haben wir hier. I don't think this glass has been washed. Nimm es mit. Das waschen wir gleich mal. Wieso haben wir jetzt den Hut auf? Ich weiß es nicht. Benutze Glas mit Trinkbrunnen. Better not. Might remove the prints. Fingerabdrücke. Wir holen unsere Kollegin hier, Agent Ray, nach unten. Und wir nehmen einen Fingerabdruck. Für was haben wir den? Wir haben den Fingerabdruck gebraucht für den Safe. Richtig. Eieiei, wir sind schon wieder über der Zeit. Jetzt müsst ihr auch wieder den gesamten Weg hier gehen. Dann gibst du ihr das Glas. Whatever. Und in der nächsten Folge werden wir hier Fingerabdrücke nehmen. Ich hoffe, das klappt dann auch so. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.